Guten Morgen oder guten Abend, besser gesagt. Willkommen zurück. Ich habe mir gedacht, wir machen heute mal eine Runde Dark Souls. Dark Souls 3 hatte ich jetzt irgendwie absolut Lust zu. So, Name. So, was haben wir denn? Wir haben Ritter, wir haben Söldner. Wo war denn da der Unterschied? Der Ritter fängt schon mit einem besseren Schild an, ne? Stärke 13, der hat Geschicklichkeit skalierend. Wer hat am meisten Stärke? Der Krieger. Ah, der fängt mit einer blöden Axt an. Das ist natürlich nie so schön. Vita. Der hat 13, 12. Der hat wenigstens 16, 9. Glück 11. Glaube. Schwierig, schwierig, schwierig. Katanas skalieren ja sowieso auf Geschicklichkeit. Wir fangen mit dem Söldner an, glaube ich. Begräbnisgeschenk. Jetzt geht es wieder los. Was gibt's denn da alles Schönes? Göttlicher Segen, schwarze Feuerbombe, schwarze Feuer. Junger weißer Zweig. Ein Ring des Lebens. Sieht ja sehr hübsch aus, der junge Mann. Ja, wir machen jetzt sehr dünn, ne? Großer Kopf, kleiner Kopf? Nein. Ja, wir bleiben normal, ist ja egal. Gesichtsvoreinstellung. Oh Gott. Ja, komm, wir bleiben beim Bürger. Erstellung abschließen, jo. Fangen einfach mal mit dem jetzt an. Mal schauen, wo uns die Reise hinführt. Ich hatte halt einfach mal wieder eine Runde Lust auf eine Runde Dark Souls, nachdem der gute Stan Frey hier jetzt momentan auch Dark Souls 3 spielt. Dachte ich mir, komm, dann hängen wir heute nochmal so ein paar Stündchen dran mit Dark Souls. Muss ja auch mal wieder sein. So. Erstmal wieder den ganzen Krempel reinkriegen, das war Rollen. Das war harter Schlag. Viereck war Estus. X war. Guten Abend, Russlus. Servus, dich gibt's ja auch noch. So. Erstmal wieder alles auf die Kette kriegen. Das war ein Rennen. Das war Schildschlag, das war billiger Schildschlag. Ah ne, Kreis gedrückt lassen, jawohl. Lang ist's her. Wie geht's dir, Russlus? Alles fit soweit? Wenigstens bin ich schon stark genug, um dem... Das wäre zu einfach, wenn... da was von Anfang an funktionieren würde. Ja, das war... Ach geil, das ist auch noch nicht, noch nicht alles Schild. Gut. Na, egal. Bist noch ganz sauber, du Lappen da hinten. Ich glaube, bei dir zieht's. Jawohl, ist doch super. Das freut mich. Da hockt der eine. Wo sind die Dackel? Waren hier nicht Hunde? Ja, toll. Ja, natürlich, auch alles gut. Wie du siehst, bin ich wieder fleißig am Stream. So, die Kristallechse bockt mich ja jetzt eh noch nicht. Für das Funkeltitanit haben wir ja jetzt noch gar keine Verwendung. Das dauert ja noch eine Weile. Ja, ich habe jetzt halt eine Weile schon kein Dark Souls 3 mehr gespielt, also gehe ich davon aus, dass das ein Meisterwerk des Todes wird wieder bei mir. So wie sonst immer.
So, der Ashen One setzt sich jetzt hier ans Bonfire. Oh, und wir kriegen die erste Geste geschenkt. Ruhen. Ah, jetzt geht die Scheiße hier wieder los. Oh, guck an. So. Hat wieder funktioniert. Genauso wie ich es wollte. Verdammte Axt. Wohin denn einer? Bist du nur ganz sauber, Alter? Ich glaube, bei dem sieht's. Waren das zwei da unten? Oh. Glück gehabt. Ich habe ihn noch wackeln hören. Ja, es waren zwei. So, wir sammeln ja jetzt eh erstmal nur Loot ein hier unten. Brandbomben sind auch nicht gerade verkehrt an der Stelle schon. Erstmal den ganzen Krempel hier. Ich höre dich schon. Schwindende Seele. Du bist ja auch noch einer hier. Ah, genau, das war. Waffe wegstecken. Ah ja, stimmt. Da war was. Hä, ist der da nicht so abgesprungen? Bin ich denn hier in dem Scheißspiel abgesprungen? Ach ja, Quatsch, das war ja mit dem Analog. Ach, ich war zu sehr wieder in Dark Souls 1 drin, das ist nicht gut. Ah, guck mal, da habe ich sogar was liegen lassen bei dem Kollegen hier. Wo war das jetzt hier, ne? Ah, es funktioniert nicht. Ich bin wieder brutal schlecht. So, noch ein Versuch. Aller gute Dinge sind 15 bei mir, ne? Ist man ja gewohnt. Jawohl. Kleine Titanitscherbe. Die brauchen wir direkt schon zum Waffenupgraden hier. So, wir haben jetzt nicht so. Was? Ja, damit klatsche ich den gleich weg hier. Den alten Ritter des Todes. Hat er jetzt eigentlich den Ring schon direkt an? Ja, hat er. So wenig Energie habe ich. Alter, wie soll es denn das schaffen? Zu lang ist's her. Oh shit. Das war jetzt einfach aus dem Affekt Viereck gedrückt. Verdammte Axt. Das wollte ich natürlich nicht. Also nochmal. Echt jetzt. Verarscht mich. Scheiß drauf jetzt. Was, was, was? Ich habe ja mittlerweile den ersten und zweiten durch. Beim dritten fehlen nur noch zwei oder drei Bosse. Ey, das ist doch super. Das freut mich. So. Jetzt habe ich natürlich hier das absolute Blödsinnsschild. Mal gucken, ob ich das noch kann. Häusern hier. Jawohl, das kann ich ja noch richtig gut. Ja, läuft sehr gut. Ich nehme mal lieber das Schild raus. Oh Gott. Ich war mal richtig gut in dem Spiel. Versuch was wert. Jetzt gehen wir ihm. Ah, shit. Ich sehe das mal vergessen, dass das Ding noch wehtut. Jo, als ob. Oh, scheiße.
nicht greedy werden. Aber es reicht. Irgendwas muss ich ja doch noch können. So. Puls geht schon ein bisschen hoch. Blut wiederhergestellt, oh Gott sei Dank. Ja, ich habe halt schon wirklich bestimmt 2 Jahre oder so keinen Dark Souls mehr angerührt. Und ich finde halt beschissen, wenn du ein Schild hast, was nicht 100% Defensive blockt. Wie jetzt das Schild von dem. Das ist halt suboptimal. Hast du nicht gemacht, Kollege. Was ein Arsch. Haut der einfach durch meine Blockade. So. Hüppala. Und ich bin auch eigentlich kein Freund von... Ja, schon klar, dass du den dritten jetzt meinst damit. Ich bin eigentlich auch kein Freund von diesen... Jo, und versuche was wert, Kollege, mit deinem Pfeil. Echt jetzt? Dann muss ich halt mal wieder was trinken. Mann. Da geht's rein. Da wollen wir aber noch lange nicht hin. Wir erstmal den ganzen Krempel außen rum machen. So, jetzt die Frage, wo waren die Köter? Der war doch hier. Dein Ernst? Also zum Geier kommen die alle durch dieses Schild durch, als ob ich es nicht hochhalten würde. Ashen One, die erste Glut, yay. Da ging es nicht hoch. Dann. Links rum ging es noch. War da noch was? Ne. Weil da oben ist ja auch irgendwo, glaube ich, das Rundschild. Oder Ost-West-Schild. Ja, ein Versuch was wert. Schwindende Seele. Wie schön. Saß hier noch einer? No. Noch eine Glut. Wir haben ja genug von dem Schrott. So, jetzt ist die Frage, konnte ich da noch irgendwas abgrasen? Ja, hier hinten. Chip, noch ein Heimatknöchelchen. Die können wir sehr gut gebrauchen. Und bei dir, Russlos, heute ist doch Wochenende, gehst nicht weg. Party machen oder so. Was man in euren jungen Jahren noch alles so tut. So, Kollege. Ups. Bisschen unterschätzt, den Jungen. Okay. Fuck you. Ich stehe jetzt so schon pack. Oh, scheiße. Nein, den packe ich so jetzt an der Stelle noch nicht. Ja genau, schlag als weiter, ist in Ordnung. Ich bin doch schon tot, du Lappen. Hässlicher Gnom da. Ach, dieses Schild ist so eine Rotze. Da freut man sich ja jedes Mal wieder drüber. Der erste Tod. Nice. Wenigstens nicht beim ersten Boss. Das blockt ja noch schlechter. Gott. Na gut. Scheiße da wegstecken. Oh, cool. Das gute alte Kingdom Hearts, ne? Hey. Ja, Versuch. War's wert. Ich hätte jetzt schon gern meine Seelen bitte wieder. So. Aber gegen dich habe ich jetzt gerade keine Lust. Ich mache dich später.
Aber ich hätte halt schon gern das Katana. Das Katana ist halt um einiges stärker wie meine komische Doppelklingenkacke da. Welcome to the Fire-Up-Anschrein. Erstmal den da weg, dass das Ding aus dem Weg ist. So, und jetzt gib mir mal Level hier. Du. Farewell, Ashenmon. Ja, erstmal mit jedem labern hier. Seit wann kommt. Konnte ich schon immer bei der Alten was verkaufen? Ashenmon. Ich bin gerade etwas überfragt. Erstmal den Kram. Hurra! Konnte ich schon immer bei der Sachen verkaufen? Das ist mir jetzt absolut neu. Haben die das irgendwie reingepatcht oder so? Sehr interessant. Ich meine, man konnte bei der noch nie Sachen verkaufen. Oh, aber man lernt ja nie aus, ne? Wo war das? Das war da oben irgendwo. Da. So, war da noch was? Nope. Ich weiß nicht, konnte man hier noch abkürzen? Oder war das geblockt? Nein, es war, glaube ich, geblockt. Ja, ich komme da nicht hoch. Noch nicht. Der Lappen sitzt ja noch nicht da, der Patches. Und da oben war ja nichts mehr. Ich will jetzt das scheiß Katana haben. Den mache ich jetzt kaputt, den Jungen. Hab da jetzt nochmal drei. Stark. Boah, dem mache ich ja gar keinen Schaden. Also so das Verhältnis des Schadens ist halt schon ein bisschen anders. Oh, falsche Taste! Ich wollte ihn eigentlich treten. So. Tot ist er auf jeden Fall und ich meine. Wenn ich zurücklaufe und wieder zurückkomme, müsste der Loot ja wieder hier liegen, wenn ich gerastet habe. Also ich hoffe es sehr stark, weil ansonsten hätte ich mir jetzt gerade das Katana verspielt. Was ich nicht so schön fände am Anfang. Das wäre jetzt peinlich. Ah, okay, cool. Ja, ich bin auch am Überlegen, wieder ein bisschen was in den PC zu investieren, aber das wird noch eine Weile dauern. Jo, da oben liegt es doch schon. Sehr gut. Das hätte ich ja dann schon noch gerne. Ne, halt. Toll, ich brauche auch noch eins in Stärke. Sehe ich wieder aus wie der letzte Humblemann hier in dem Spiel, aber ist ja egal. So, das heißt, eins in Stärke investieren. Und dann können wir auch das Teil wieder tragen. Wo ist die Alt? Da ist er. Ja, ich muss mindestens eins wählen, genau. Quatschen wir mal mit dem Kollegen hier noch. Muss man noch ein paar Gestik kriegen hier.
Das hat mich ja gerade mein Rest gekostet, was ich noch hatte. Nee, halt. Blöpp. Müsste reichen, dass ich das Katana einmal leveln kann. Waffen verstärken. Ah, wir brauchen schon zwei Titanit-Scherben, schade. Und schon sieht die Welt ganz anders aus, jetzt wo wir ein Katana in der Hand tragen. Davon haben wir noch nichts. Oh, Mauerlotrick, auf geht's. Spielen jetzt nicht rum. So, Hohmauer Ludwig, da geht's los. Also, auf geht's. Ja, geht aber. 50 Stärke ist jetzt schon gut stattlich, aber ist jetzt noch nicht OP. Kommt halt auch auf den Level drauf an. Aber ich würde es jetzt noch nicht als OP bezeichnen, sondern so. Ja, Kollege. War auch nichts mit Blut und Schaden hier. Das ist der Hammer, wie die da durchkommen. Dreck. Das ist wie, als hätte ich gar kein Schild. Kann ich auch gleich mit Schild einfach weglassen, ey. Shit. Ernsthaft. Läuft ja schon super. Wo geht's denn? Ach so, nee, Quatsch. Wir müssen ja. Eigentlich müssen wir ja in die Richtung weiter, aber ich will ja erstmal den Krempel hier machen. Bleib einfach liegen, Kollege. Ich merke schon, meine Ausdauer ist am Anfang. Und der Lappen, der hier kniet. War ein netter Versuch. So. Du großer Gnom, ist jetzt gut. Meine Fresse hier. Ja, ich glaub's dir. Bisse. Geht's dir zu gut? Und du kannst gleich mal deinen komischen "Ich verwandel mich in Arschloch"-Trick behalten. Gibt's dann eh nicht mehr Punkte. Und Backstab. Und Backstab. Hinten war doch noch was, oder? Nö. Nichts mehr? Bin nur wegen dem blöden Bogen hoch. Na egal. So, den Kindelstar rechts können wir ja außen vor lassen, oder? Ich glaube, hier war bis auf den Shortcut nichts mehr. Netter Versuch, meine Freunde. Aber nicht mit mir. Nicht mit dem guten Kaiser. Lebst du? Oh. Tut mir leid, ich habe dich ja einfach links liegen lassen. Es tut mir so leid. So. Dann.
kleine Titanitscherbe. Der Versuch zählt, dass er es probiert hat, oder? Ende. Haben wir alle? Hier kniet keiner mehr oder meint, er müsste noch leben? Sehr gut. Darf ich grad mal... Muss mich jetzt verarschen? Glaube es hackt. Brandbomben! Die nehmen wir doch gerne mit. Ach ja. Hier kommt man doch irgendwo noch runter, oder? Hä? Hier bei dem komischen A außenrum war's. Schnauze. Haben wir alle? Scheint so. Sieht mir noch so lebendig aus. Weißt du? Fernglas, das wichtigste Item in ganz Tag sonst. Ich kenne fast nichts, was ich mehr wert geschätzt habe. Wurst, Wurst. War was. Kiefernharz. Meinst du, das seh ich nicht? Manche denken. So. Und runter. Seele eines Verdammten. Kümmern sich um alles. Ich glaube, wir wollen nicht ernsthaft, dass ich hier Gegner mache. Oh. Oh, das war interessant hier. Merci. Sehr freundlich von ihm. Frage, wie viel Pfeile habe ich? Oh. 12, ne. Damit schieße ich bei dir keinen Bock, ne? Den, genauso wie den Drachen, lassen wir jetzt erstmal links liegen. Dann steht ja hier noch unser Kollege. So. Da hinten ist der eine. Da ist der andere. Lassen wir den mal einen Moment noch laufen. Und einen noch. So, jetzt können wir oben
getöpsel gerade. Ganz oben in Ruhe das Bonfire schon mal entzünden. Und da hinten lag was, glaube ich. Jo. Gern würde ich, dass du jetzt dich verpisst und ich die Items einsammeln kann. Schade, schade. Aber okay, so viel Zeit haben wir jetzt auch hier gar nicht an der Stelle. Kann ich da irgendwie schon so einen Jump auf den machen? Ja, das reicht leider nicht. Oh shit, da war ich ein Tick zu langsam. Arschloch. Hier müsste. Das ist der Shortcut später. Der Versuch zählt, mein Freund. Kannst du tun. So, öffnen können wir das ja noch lange nicht, wenn wir den Schlüssel noch nicht. Aber wir haben ein bisschen Seelen gefarmt schon mal an der Stelle. Das ist schon mal gut. Und ein Wurfmesser, 8 Stück. Oh ja, die sind doch schön. Hoppla. Zu sehr in die Automata noch mit dem Rollen drin. Oder dashen. Ja, hier war noch was. Ja, du Arsch. Dich hatte ich ja völlig vergessen. So dumm. Ach, es ist toll, wenn man den einfach so umgehen kann. Nehmen wir mal die Brandbombe mit. Und ich auch noch. Bist du mal da? Danke. Ach, sieh nur der krude Edelstein an der Stelle. Schade. Hätte ja was richtig Cooles sein können. Hätte. Hätte Fahrradkette. Arschloch. Brandbombe! Da war was. Schwarze Feuerbombe. Das läuft. Oh shit. Die Kombination aus den zwei war gerade etwas blöd. Kommt echt so weit? Shit. Dann habe ich jetzt ein Problem.
nicht greedy werden. Das war jetzt saudumm. Das war jetzt richtig. Geht's hier zu gut, Kollege? Aha. Dann so. Ja, super, wenn wir den ja jetzt an der Stelle schon haben. Na toll. Oh ne. Falsche Taste. Ey, wie ich immer noch auf diesem Viereck hängen mit angreifen. Nicht gut. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt so eine gute Idee ist, da weiter zu laufen, aber wir werden es rausfinden. Grüne Blüte. Wir werden es rausfinden. Da steht noch der Lappen. Schwert. Hätte schon noch gerne die erste Scherbe. Fuck. Das ist jetzt ein guter Weg, den ich jetzt hinterlegen muss, wenn ich die 3.500 Seelen wieder gerne hätte. Voilà. Und verpiss dich. Zu gut. Alter. Jetzt hat er aber einen Arsch offen hier. Der Kollege Schnürschuh. Verpiss dich. Und du erst recht. Ein Langschwert. Immerhin. Jetzt haben wir sie alle. Wobei die Leiter, die war da hinten. War da was oben drüber? Nee. Aber auch gut, wenn die da hinkommen. Da wurde mein Estus aufgefüllt. Sehr schön. Ja, lurk dich mal um die Ecke. Und
dass ich nicht bis ganz überlasche. Echt jetzt? Mann. Ah, dieser scheiß Schildschlag. Müssen wir mal aufpassen. Alter. Oh shit. Nein. Boah. Nicht greedy werden. Nicht gut jetzt. Ah, du Pisser, ey. Naja, als ob ich da nicht durchkäme. Oh Gott sei Dank. Er lässt nichts liegen. Oh, ich krieg einen Jesus aufgefüllt. Oh Gott sei Dank. Wo bin ich jetzt verreckt? Ah ja, unten bei der Kiste. Bei der Kiste. Gut, die Seelen sind zumindest wieder mir. Habe ich nicht gemacht. Echt, schon wieder die falsche Scheißtaste. Ach, Gott sei Dank, endlich ein 100-Block-Schild. Dreck. Einfach mal wieder ein Estus weggekippt aus Versehen, aber das ist ja bei mir mittlerweile normal. So, gar kein Bock auf dich, Köte. So, einer schon mal weg. Wo ist er? War hier nicht einer? Kleine Titanit-Scherbe. Öppa. Gut. Jetzt nur die Abkürzung. Ja, perfekt. Getriggert. Perfekt. So, jetzt noch den Lanzenhampelmann. Die Lanze ist schwer, Kollege, ne? So, und noch MC Wauwau. War ein bisschen schneller wie du. Und den Gefängnisschlüssel, sehr schön. Das war's hier unten, glaube ich. Wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, wir haben jetzt hier alles. So, dann gibt es natürlich noch den schönen anderen Weg, den wir jetzt noch nicht genommen haben. Mit einem Estus können wir aber ohne Probleme den Shortcut aufmachen. Das dürfte jetzt nicht
das Problem sein. Pepper. Das waren alle, ne? Nur die zwei. So. Was hast du? Standardbolzen, das ist interessant für uns. Dann schnappen wir uns noch das hier. Dann geht's hoch, Shortcut öffnen. Nachdem wir... Haben wir noch einen Estus im Notfall? Die es komplett verkackt haben. Lassen wir den erstmal laufen, dann kann ich noch das Item mitnehmen. Sonst war hier nichts mehr, oder? Nein. Gut. Das habe ich ja jetzt schon mal sehr schön verkackt an der Stelle wieder mit dem Sprung. Ich hätte aber trotzdem noch gerne das, was da oben liegt. Weil dann warte ich jetzt erstmal, bis Monsieur sich ein paar Zentimeter bewegt hat. So, und dann ist Time for Shortcut. Aufkommen, einer nach dem anderen. Ich mache jetzt hier keinen. Das waren alle. So, und dann Zeit für Shortcut. Wurfmesser. Oh! Oh, ernsthaft? Das hat ja an der Stelle jetzt unbedingt noch sein müssen. Von der hohen Mauer aus müsste es schneller gehen. Ach, scheiße, wenigstens ist der Shortcut offen. Ach, das habe ich jetzt wieder super beschissen gemacht. Auf. Die Frage, wo war denn jetzt der? Ja, der ist dann hier. Wow, ich wollte gerade sagen, darf ich wenigstens meine Szenen wieder haben? Oh, shit. Heilige Scheiße, geht's euch zu gut gerade oder so?
Kackerprinz, danke für dein Follow. Ist gerade nur ein bisschen näher. Krass. Okay. Eigentlich wollte ich ja nur die... Oh Scheiße, die Seelen wieder wegbringen. Ich sehe schon, das wird jetzt sehr interessant. Abpunkt. So, jetzt übertreib halt. Ah, machst du was mit den Jungs hier? Alter Falter. So. Unos. Los. Ja. Hä? Ach, das war die Kirche. Hab eben schon gedacht, irgendwas sieht da sehr, sehr merkwürdig aus. So, dann. Porten wir uns mal zum Feuerbandschrein. Und schauen mal, was wir an Seelen haben, um noch ein bisschen hochzuleveln. Besonders weil wir, hoppala, sorry, besonders weil wir jetzt ja schon mal richtig schön vorne unser Katana eins hochsetzen können. Da. Es fehlt eine Scherbe, fehlt noch. Kann ich nicht bei dem auch kaufen? Nee. Aber bei der da, die müsste doch wenigstens die billigen Scherben haben, oder? Hat die nicht? Was hat die denn überhaupt? Oh, wir könnten Pfeile kaufen und könnten den Drachen machen. Da würden wir doch an relativ viel Gutes rankommen. Aber der Drache wird jetzt wahrscheinlich relativ viel Schaden noch auffressen, bis ich ihn wirklich kaputt hätte. Nee, dann lassen wir das jetzt mal. Ja. Ja, ja, okay. Ich brauche auf jeden Fall noch Kondi. Vitalität ist auch ein bisschen beknackt momentan bei mir. Dann bleibt es dabei, das müsste jetzt erstmal reichen. Das Katana ist jetzt nochmal eine Stufe höher. Ah, Quatsch, was mache ich denn? Ich habe doch noch eine Estus-Scherbe. Die haben wir doch gerade eben so schön aufgenommen. Nutzungsanzahl erhöhen. So, jetzt haben wir 5. 5 wunderschöne Estus. Von hier aus geht's doch ein Tick schneller. Yay, Platrix, einen wunderschönen guten Abend. Ja, ich stream etwas leise heute. Noch eine Runde Dark Souls 3. Eine Frau ist schon im Bett. Und ich bin kein Meter müde. Aber ich bin vorhin auf der Couch eingeschlafen. Dementsprechend bin ich jetzt noch einigermaßen fit und habe mir gedacht, naja, dann... Ich habe so Bock jetzt auf Dark Souls 3. Und ich bin so schlecht in dem Spiel. Das könnte man doch beides zusammen kombinieren. Und deshalb habe ich mir gedacht... Jo. Ich habe vorhin sogar noch gesehen, dass du streamst, aber ich bin echt gnadenlos auf der Couch eingepennt. Weil wir haben dann, als ich dann den Stream aufgeschaltet habe, vorhin, habe ich dann mit Nadine gleich gekocht. Und nach dem Kochen bin ich dann, Quatsch, nach dem Essen bin ich dann direkt auf der Couch eingepennt. War ein sehr anstrengender Tag. Aber mittlerweile bin ich wieder relativ fit. Oh, ein kruder Edelstein. Das lassen die aber sehr selten fallen. Und deshalb habe ich mir gedacht, ja komm, da geht doch noch ein Ründchen heute. Da geht doch noch ein Ründchen. Zur Freude aller Belustigten, die es gerne sehen, wie der Kaiser verreckt. Du bist ein Depp. Das stimmt doch gar nicht. Na toll. Boah, das war jetzt knapp. Das hatte ja nichts mit deinem Stream zu tun. Ich hab's nur, als ich gekocht habe. Beziehungsweise nee, nach dem Kochen habe ich es gesehen. Da habe ich noch gedacht, oh ja, da schalte ich nach dem Essen dann ein.
Und dann bin ich noch mit dem Daniel kurz in Dings gefahren, in Mediamarkt, weil der sich ein paar Sachen gekauft hat und meine Beratung wollte. Und als ich dann zurück war, habe ich mich auf die Couch gelegt und dann gedacht, oh ja, jetzt. Und dann bin ich doch direkt eingepennt. Ja, du Scheißritter. Wie ich diese Wichser hasse. Immer wieder gerne, Herr Ritter. Ach, das tut so gut, wenn die zwei einfach so sterben. Ach, das tut so richtig gut. Hier dackelt doch noch irgendwo einer von denen. Da oben ist der Hardcore-Ritter, den muss ich ja jetzt nicht unbedingt machen. Hier war doch noch was, ja. Ein Item. Eine Luzerne. Auch eine ganz nette Waffe. Komm, jetzt schlag normal zu. Sauber, Alter. Ich glaub's hackt. Ja, klar. Das war das Erste, was ich gemacht habe, ist Katana geholt. Und jetzt will ich mal wieder so einen Lauf nur mit Katana machen. Ich mag das Ding einfach, dieses Uchigama da vom Anfang. Gell, du bist der blaue, böse Ritter da hinten. Ich weiß nicht, kann ich mir dir nähern, ohne dass du das raffst? Kann ich, kann ich, kann ich? Scheiße. Oh mein Gott. Ich unterschätze jedes Mal, dass der so viel Schaden macht. Aber ich mache auch nicht gerade wenig Schaden, mein Freund. Ich vergesse immer, dass sein Schildschlag mein Dings gleich ganz wegstand. Alter, du Pissratte, Alter. Heieieiei. Abend, Jester, ich kann gerade schwer. Ja. Krieg doch wenigstens Blutungsschaden, du Arschloch. Ich glaube, ich bin gleich tot. Arschloch. Ja, wie jetzt einfach durchläuft, das wäre nichts gewesen, das ist in Ordnung. Ach, Scheiße. Ich hätte ihn ignorieren sollen. Aber ich kann ja meine Fresse nicht halten und ich muss ja dann immer wieder. Aber ja. Okay. Oh, toll. Oh, du bist ein Lappen, Alter. Da. Wer weiß, ob der jetzt noch angerannt kommt, dann soll er lieber ins Loch fallen. Das wäre mir lieber aktuell. Na, mal, da geht's raus. Oh, schon wieder ein kruder Edelstein. Wir kriegen sau viele von diesen kruden Edelsteinen. Aber es ist krass, wie oft ich jetzt schon gestorben bin in dem Dings, in dem Anfang hier. Was war denn das für ein Schlagrad? Der hat ja richtig gebumst. Da liegen meine Seelen. Die hätte ich mega gerne wieder. Hallo. Blind wie ein Maulwurf, der Ritter.
Ich weiß, dass du nicht so stark bist wie dein Bruder. Bruder Blauschild hier. Alter. Dein fucking Ernst. Alter! Ihr fuckt mich heute voll ab, Alter. Das hat doch ebenso gut funktioniert. Was kackt denn jetzt schon wieder so ab? Ah, eins zu früh losgeschlagen. Echt jetzt? Ende jetzt hier. Ich glaube, es hackt. Ja, ja, ich weiß, du hast das motherfucking große Schild. Ich hab den Backstab, mein Freund. Und jetzt schlage ich rechtzeitig zu. Gut. Blauen Ritter ignorieren, haben wir eben gelernt. Zumindest jetzt noch. Hallo. Kleines Banner von Doric. Und der blaue Pfad. Gut. Jetzt ist noch die Frage, was passiert eigentlich? Ich habe das noch nie ausprobiert, wenn ich den jetzt umnudeln würde. Bringt mir das was? Oder muss ich dann jetzt schon gegen die... Ach, ich riskiere das nicht. Bei meinem Glück verwandelt die sich und fickt mich richtig. Nee, das wollen wir jetzt natürlich nicht ausprobieren. So, jetzt laufe ich halt mit einem angeknacksten. Mit 2000 Seelen. Will ich mit 2000 Seelen das machen? War hier noch irgendwo was? Ich glaube nicht, ne? Hier war auch nichts. Echt jetzt. Aufstech zu. Ich bin sonst schneller. Ja, klar. Von der Position konnte ich natürlich nur sein Schild treffen. Ist ja logisch. Du stirbst richtig. Ja, ich glaub, es hackt. Komm man da hin, wenn da jetzt jeder machen könnte, worauf er Bock hat. So. Ich nehme auf jeden Fall eine Glut vor dem ganzen Krempel hier. Wir haben ja eh genug davon. Ach. Och, guck mal, so viele spielen das Spiel noch. Ist ja geil, das wusste ich gar nicht. Ist das noch so bemüht, dass das die Leute spielen? Alessa. Goldmarken. Ich will Goldmarken. Wie war's? Titler. Super Name. Kommt jetzt keiner zu mir. Keiner mag mich. Bam, einfach alle verschwunden. Hab ich irgendwas gemacht? Der Titler. Yay, Titler, willkommen im Stream. Habe ich jetzt die Alte auch noch besporen oder nicht? Ach, ist egal. Auf geht's. So. Mal bei dem Titler noch die Zeit hier reinzukommen. Ich glaube, der hat keinen Bock. Aber dann klar. Oh Gott. Das war jetzt ja wieder fast klar. Dass ich volle Kanne eine gebratzelt krieg hier. Phantom kann nicht beschworen werden. Was habe ich denn da oben für ein Symbol? Meinst du, ich kann den Blutungsschaden geben? Ich seh nix, ich hab nur ein Arschbild. Stimmt ja, jetzt immer bei der Hälfte seiner Energie, jetzt rastet er ja völlig aus.
Chester, wie geht's dir eigentlich? Ich hab gar nicht gefragt. Alles fit soweit. Oh shit. Echt jetzt? Er hat mich mit seinem Knie erwischt. Oh Gott. Kurz vorher erwischte er mich mit seinem scheiß Knie, weil ich eigentlich nur wegrollen wollte. Also viel Pech muss man auch erstmal haben. Geht ja schon echt gut los. Peinlich, peinlich. Ah, Moment, ich nehme die Glut erst wieder kurz vorher. Man hat ja gesehen, wie gut ich das wieder drauf habe, dieses alte, feine Spiel. Ich krieg da nicht mal hin, so einen scheiß Armbrustfutzen umzunieten. Ja, Kollege, ich... Fuck, ich wollte gerade sagen, ich weiß, dass du hier nicht reingehst. Das sollte ich vielleicht nicht nochmal sagen. Krass. Servus, Stan Frey. Oh scheiße, jetzt habe ich mir das Kopfhörerkabel gerade rausgezogen. Moment. Was ist denn jetzt los? Alle noch da? Bin ich noch live? Hallo? Eben am Kopfhörerkabel hängen geblieben, dann schmiert mir einfach der Chat weg. Was ist denn da los? Oh, jau, Alter! Krasse Kiste. Was? Ja, bin ich. Achso, ja, ich bin noch live. Gut. Ja, das. Hab ich das echt liegen lassen? Ja, das ist korrekt. Endlich stirbt mal jemand anderes. Aber ich hatte bei dem Zugucken bei dir so viel Bock, einfach wieder selber zu spielen, dass ich mir einfach gedacht habe, scheiß drauf, wir machen da einfach mal einen Anfang. Und die spoilert's ja jetzt auch nicht. Auf Wiedersehen, mein Freund. Bist du tot? Heppa. Wo ist er? Da sitzt er. Abgang. Komm, mach. Nicht wundern, wenn ich so ein bisschen zucke. Ich spiele immer so richtig mit bei Dark Souls. Boah, die sind so dumm. Dann verreck halt. So, ich zeig dir jetzt mal was. Das hast du auch noch nicht gesehen bis jetzt, glaube ich. Ups. Kennst du den hier schon? Ich bin nämlich so ein absolut fauler Dark Souls Boss-Spieler. Ach, komm schon. Lass mich doch ein paar Phantome aufbeschwören, hopp. Du kannst ja dann, wenn du die Glut entfacht hast, kannst du dir nämlich Leute dazu holen als Unterstützung. Bis zu 2 Stück. Habe ich jetzt nicht gedrückt. Alter. Ey, ich bin noch so in der falschen... Juhu! Ach, der Titler wieder. Oh, der wird sich jetzt in die Finger beißen. So, oh nein, der schon wieder. Hey, Titler, ich habe jetzt 2 beschworen zur Sicherheit. Nee, verbraucht gar nichts. Also du musst halt Glut benutzt haben vorher. Also du musst lebendig sein. Dann kannst du bis zu 2 Phantome beschwören. Die Bosse werden dadurch aber auch stärker. Das darf man nicht vergessen. What the fuck? Was macht die denn für ein Damage? Ja, krass. Boah, das wird ein kurzer Kampf. Alter, macht die einen Schaden. Ja, jetzt bleibt doch da. Lappen. Jetzt mal ohne Scheiß, wie hatten die gerade den Damage an den gedrückt, Alter? 350 Schaden. So, Ende. So, und dann verbeugen wir uns natürlich. Seele vom Nordwindtal. Und Sonnenlichtmedaille. Ja. Tschüss.
Ja, Feuerball, aber das war ein ganz schön brutaler Feuerball. Nee, ich erklär's dir, Stan. Wenn du Leute beschwörst, die dieses ganz helle gelbe Zeichen auf dem Boden hinterlassen, dann sind das welche aus dem Eid des Sonnenlichts. Von Soler. Und wenn du die beschwörst, dann kriegst du für einen besiegten Bossfight kriegst du immer eine Medaille der. Also so eine Sonnenlichtmedaille. Und die brauchst du, um in dem Eid später aufzusteigen. Und deshalb benutze ich immer bei Bossen schön die. Das Beschwören von denen. Weil ich dann einfach relativ schnell schon an diese Medaillen komme, um halt später da hoch zu leveln. In dem Eid. Und das ist mir halt recht wenig. Ja, ist halt. Aber die muss mindestens schon Level 30, 40 sowas rum sein, dass sie so einen Damage doch drückt, oder? So, ich kann meinen Katana 1 hochpushen. Juhu! Was? Hab ich keine Scherbe mehr gekriegt? Ja. Was habe ich schon an Seelen rumfliegen? Oh jo. Ach, verdammt. Ja, aber der Feuerball allein macht doch, wenn du zu dritt bist, nicht so viel Schaden. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Schon wieder. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass es so viel Schaden macht. Ja, du kannst später bei bestimmten Personen oder Gegenständen, nenne ich es jetzt mal, kannst du im Eid hochleveln. Wenn du das tust. Oh, hat's nicht mehr gelangt für noch ein Level. Wie viele Seelen hatte ich denn gerade? Was kostet denn das? Dass ich so viel noch mit mir rumschleppen muss? Ja, bla bla. Ja komm, die Seelen habe ich doch wohl den kleinen, oder? Schnauze. Das sind doch bestimmt 200 oder sowas. Ja. Aber den Level hätte ich gern noch. So, dann machen wir den in Kondi. Nee, das ist ein komplett neuer Charakter. Deshalb bin ich ja auch noch vom Level so niedrig. Also ich habe den komplett gerade eben neu angefangen, habe schnell den Gundyr gemacht. Beim ersten Versuch, yes! Und habe dann jetzt mal schnell überall die Items eingesammelt und das Ganze gemacht. Und jo, mit aufgewerteter Pyromantieflamme und entsprechend. Ja, natürlich, aber du hast keinen Level 10 Charakter mit einer aufgewerteten Pyromantieflamme. Die kriegst du erst auch spät im Spiel, also das kannst du mir nicht erzählen. Also du kannst es mir erzählen, aber ich glaub's dir nicht. So. Ja, und wie gesagt, das Beschwören von Phantomen geht halt nur, wenn du aufprügel das tot. Wenn du später im Spiel die Glut eben verwendet hast und das oben halt bei dir so leuchtet, wie bei mir jetzt gerade. Nur dann kannst du diese Rufzeichen erstens mal selber setzen. Und auch selbst jemanden rufen. Wo war der Hampelmann? Ist der da, ne? Ich nehme deine Dienste an, verzieh dich. Liegt da nicht noch irgendwo ein Item? Da. Heimatknochen. Ja, und ja, um beschwört zu werden, musst du nicht entfacht sein. Aber um beschwören zu können, musst du entfacht sein. Und fürs Invaden musst du doch auch entfacht sein, oder? Wobei, das kann ich mir auch vorstellen, ohne. Jo, Dackelnet. So. War dein Arm da weg, du Leiche. Ja, die rüsten dann wahrscheinlich auch nur die Waffen hoch. Nur Blattrix. Das reicht ja auch in der Theorie. Guck, dann hast du nämlich überall diese Rufzeichen auf dem Boden. Weil du kannst sie auch außerhalb von diesen Bosskämpfen beschwören. Die latschen dann einfach mit dir durch die Gegend und leveln sich ein bisschen oder farmen oder keine Ahnung. Helfen dir halt, wenn du nicht weiter weißt.
machen die meisten. Das hier musst du unbedingt noch lernen. Ah, das hat nicht. Dass du perfektioniert backsteppen kannst. So. Wo hängt sie, die Loretta? Da hängt sie. Nicht runterfangen. Hallo. Flüchtest du von mir? Also, wenn du mich was fragen willst, Stanfrey, jetzt ist es auch 100-mal einfacher für mich, die Sachen zu erklären. Weil manchmal ist das Schreiben von irgendwas dauert so lange. Wo ist er? Nichts gibt's. Ach, Scheiße. Verkohltes Holzbündel. Nein! Jo, den Kleinen gewechselt. So. Soul Level 1 Run machen einige Waffen aufwerten, Rüstung falls möglich aufwerten, Bosse besser lernen. Ja, dann kannst du die auch so machen, aber du bist halt übelst lang an so einem scheiß Bossfight dran. So, und hier hast du auch deine Knochen von Loretta, aber die hattest du ja auch gefunden. Nehmen. Hallo. Will mal einer von euch hierher kommen? Hat keiner Bock, sich um mich zu queren. Zu scheren, aber ist auch nett. Na, hier. Alte Zippe. Kannst mich mal am Arsch lecken. Uff. Wow, das war jetzt knapp. Aber jetzt ist Ende für dich, du Buchtante. Hä? Der hat mich jetzt gerade noch getroffen, ich hatte das Schild oben. Ah, okay. Eine Arbeiterhose, ja, die zieh mal an. Und hey, Estus-Scherbe. Naja, du darfst halt offiziell dann halt den Ring behalten. Das ist halt wie eine Mini-Quest, die du halt nie schaffen kannst, weil die Loretta halt immer tot ist. Aber es ist halt... Echt jetzt? Ihr seid doch echte Arschlöcher. Ja, er freut sich halt, dass er weiß, dass sie tot ist. Jawohl, ist doch da. Ich sag doch, da ist noch einer. Du kannst den Knaben auf. Ach so, ja, genau. Stimmt ja. Das hatte ich ganz vergessen. Also sein Repertoire, was er verkauft für dich, wird ein bisschen größer. Weil er dann in Frieden steht. Ja, aber ich. Ich sag's dir so, ich habe ihn noch nie weggeschickt. Im Übrigen müsste ich ihn auch vielleicht mal befreien, ne? Da ging's rüber, da ging's weiter. Stimmt, ich habe den scheiß Schlüssel vorhin geholt und habe mir vergessen, aus dem Keller rauszuholen. Das sollte ich vielleicht noch tun. Macht mal Platz, ich sehe ja hier gar nichts. Sind NPC, ne? Genau, und das hast du dann auch noch. Du kannst halt NPCs beschwören. Also das sind keine echten Spieler, so wie jetzt. Ach, ich wusste, dass einer davon. Ach, blödes Kaffee. Echt? Selbst das wusste nicht mal ich. Nein. Komm runter.
Stimmt, irgendwo muss doch hier. Hast du hier das eigentlich? Warte. Wo ist es? Da ist es. Krieger des Sonnenlichts. So, warte, wo ändere ich den Eidscheiß? So, und für den Eid brauchst du halt eben die. Ah, Estus Flakos aufgefüllt. Für den Eid brauchst du halt eben die Sonnenlichtmedaillen später. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Da geht's dann dahin weiter. Wir haben so viele Wege hier, das ist so ultra nervig. Wo ging's denn dann hier? Das ist dann einfach außenrum oder was? Da ist nochmal so eine Zwergnase. Jo, über 3000. Hallo? Sauber oder was? Ah ne, stimmt, hier falle ich dann durch die Deckenluke. So, und dann können wir aber nochmal darüber latschen. Ne, aber wenn du zum Beispiel Platin willst und alle Zauber und alle Waffen dann für den oder alle Ringe und alle Zauber brauchst, dann musst du halt in jedem Eid, also in fast jedem Eid musst du halt komplett hochleveln. Hat der nicht gemacht. Dann kommst du jetzt erstmal hierher. Dass wir zwei kurzen Prozess machen können. Sag mal, nur weil ich ihn jetzt nicht gelockt habe, oder was? Meine Fresse. Und das kennst du wahrscheinlich auch nicht hier, den Weg außenrum. Komm her. Jo, Alter. Ihr könnt mich mal am Arsch lecken. So, und jetzt zeige ich dir gleich noch das Geilste im Spiel. Und das ist das, was ich zu dir gemeint habe. Das hast du leider versaut. Das ist doch hier, wo der Kettenknabber Spacki rumläuft, oder? War das nicht die Stelle hier? Wo ich auf den Käfigmann treffe? Ups, Entschuldigung. Wo ist denn da noch einer? Ja! Als ob der mich da trifft. Du hast Schild oder was? Wem willst du denn das erzählen? Hä, wo war denn das, wo ich zu dem Käfigmann runter konnte? Das nicht hier? Oh, das war jetzt, glaube ich, blöd, oder? Fuck. Ne, den meinte ich gar nicht, den ich jetzt eben gesehen habe. Aber das war jetzt saudumm, dass ich das jetzt so rumgemacht habe. War hier das Secret Bonfire? Ja, gell? War hier nicht irgendwo ein Secret Bonfire? Oh, da ist meine Scherbe, die ich brauche. Das weiß ich auch irgendwie nicht mehr. Ah, doch, da ist es. Nicht hinsetzen. Ich habe keinen Bock, dass hier alles wieder spawnt. Das ist richtig. Ne, aber ich meine, da gibt es doch irgendwo den NPC oder den Gegner, der mit dem Käfig auf dem Rücken rumläuft. Im Übrigen kannst du so die Feuerwerfer umgehen, wenn du so rum da hochgehst. Und dann fucken die dich unten nicht so ab, sondern einfach nur hier oben. Nicht einfach runterfallen hier. Ah, da ist der Pyromante. So, jetzt haben wir wieder einen mehr am
Feuerbannschrein. Ja, aber irgendwo ist doch dieser. Du verstehst nicht, was ich meine, Platrix. Irgendwo läuft doch der Typ mit dem Käfig rum hier, bei dem ich mich anschleichen muss, dass er mich dann hin teleportiert. Oh shit. Falsche Taste. Hat der nicht. Hat mich jetzt echt noch getroffen. Ja, jetzt ist deine Kondition leer. Oh, jetzt wird's eklig. Oh, wie nett, wir haben Abfall gekriegt. Bin doch jetzt nicht blöd, der war doch hier in der Nähe irgendwo. So, und was war hier hinten? War noch einer, ne? Da auf den Dächern, oder? Bin ich nur einfach an der falschen Stelle abgesprungen, weil ich wollte ihm unbedingt zeigen, wie man an den Eid kommt, den er sich verdrödelt hat, indem er den Boss schon besiegt hat, den optionalen. Aber ich komme jetzt eher nur noch geradeaus weiter, ich habe es jetzt eh schon verkackt. Außer ich port mich jetzt. Ich port mich jetzt, das ist einfacher. Meinetwegen sind dann die ganzen Gegner wieder da, ist auch egal. Sieht eh nicht mehr so prickelnd mit der Energie aus. Sag mir mal bitte, wo ich dann abgebogen bin, falsch. Bei den Häusern mit den Goblins. Und das war ja einfach nur anschleichen und dann X drücken, ne, hinten am Käfig. Dann wirst du jetzt gleich was Nettes erleben, Stanfrey. Sind aber halt so Sachen, die findest du nicht einfach so raus. So. Ist nicht wahr. Oh shit, den haben wir ganz vergessen. Wollte ich gerade mal gucken. Auf Steam gibt es öde Errungenschaften, irgendwie sind nicht so begrenzt wie die Trophäen. Du bist auf den Häusern links gegangen, du musst aber rechts. Ah, okay. Dann kürzen wir das Ganze hier mal ab. Hast du nicht. Weil ich mache als das allererstes mal dieses absolut beschissene Tor auf. Du verarschst mich. Wie du da jetzt durchstechen kannst, ist in Ordnung. So, den Hammer. Den Hammer. Dich da oben werde ich nie vergessen. Mit der mega übelsten Dolch für arme Kinder. So, Tür offen ist schon mal gut. Dein Ernst? Ich dachte immer, du musst dich dem anschleichen, weil das ein normaler Gegner ist. Mit dem kannst du ja auch nicht agieren, wie jetzt mit einem normalen NPC. Du kannst ja nur am Käfig hinten das machen. So, du sagst, ich hätte hier rechts gemusst. Mal erstmal locke ich den jetzt da runter. Kommt der nicht? Ja, genau. Ich wusste gar nicht mehr, dass er einem nichts tut. Ah ja, da ist er. So,
Jetzt pass auf. Guck. Ich lasse dir sogar mal den Abspann. Hoppla, das war keine Absicht. Der trägt uns jetzt auf Händen. Und schmeißt uns einfach mal so raus. Mit dem Käfig. So. Und vielleicht erkennst du diese Arena wieder, ne? Und der gute Herr hier ist tot, sobald du mit dem Baum runterstürzt. Und dann kannst du mit ihm nicht reden und kannst nicht in den Wallbauereid gehen. Und hier kannst du nämlich Bande der Wirbelsäule darbieten. Und das ist zum Beispiel sowas, wo du im Eid tiefer steigen kannst. Du kannst zu jedem Zeitpunkt, weil du ja hier später das Bonfeuer hast, sobald du einmal mit ihm gesprochen hast, wieder zurückkommen. Nur sobald du den Boss machst, das erste Mal und hast nicht diesen Eid, stirbst du hier. Und du kriegst halt auch den Heimatknochen, dass du hier an der Stelle, ach, es geht schon Feuerwand, egal, dass du an der Stelle halt wieder wegporten kannst. Sonst würdest du ja hier unten ohne Bonfeuer festsitzen. Oder hättest dann theoretisch im Bosskampf im Bonfeuer, was halt auch nicht Sinn der Sache wäre. Aber genau so findet man nämlich so tolle Sachen raus. So, wir haben eine Estusscherbe für den Herrn von uns so. Und wir wollen mein Katana 1 hochleveln. Yeah. Nee, Quatsch, da. Aber ich hab doch eine scheiß Estusscherbe noch gefunden. Was hatte ich denn sonst? So, jetzt können wir noch den kleinen Gnom holen. Beziehungsweise der Pyromantiemann ist da. Sollte da sein. Da sitzt da. Pyromantieflamme. So. Gibt er mir eine Geste? Nee, gell? Ja. Was hat denn der zum Verkaufen? Nur viel unnötigen Krempel. So, und dann haben wir noch hinten den Yondir, der mir jetzt schon mal den ersten Level schenkt. Wahre Stärke entfallen. Geschicklichkeit. Und herbeiwirken. Und wieder eine Geste. Ups. Was? Erinnert ein wenig an Bloodborne, wie man Yharghul bekommt. Ja, das stimmt auch wieder. Aber von Bloodborne nicht sprechen. Er kennt Bloodborne nicht, will es aber selber noch spielen. Also psst. Ja, dass die Gegner einen hinporten, das ist richtig. Also ich wollte noch mit der guten Frau von uns so hier quatschen. Geht echt nur ein Level? Na egal. Nehmen wir halt mal den da. Und wie du siehst, ich spiele Katana, also das ist das erste, was ich mir freigeballert habe. Ich habe doch aber keinen untoten Knochensplitter, oder? So, warte mal. Turm auf der Mauer, da liegt ein Typ. Den müssen wir nämlich noch aus dem Dings. Was will ich triggern? Wieso das Ende triggern? Was meinst du, Platrix? Ich bin gerade schwer vom Begriff. Komm schon. Dann holen wir noch den anderen aus dem Knast, den haben wir ja völlig vergessen. Oh, und ich könnte den Drachen theoretisch. Guck mal, so machst du die Ritter. Jo, jetzt übertreibt halt.
Super toll. Jo, habt ihr zwei sind noch alle. So schön, immer hinten rum und dann das Ding in den Rücken. Das Ende, wo du viel Level Ups brauchst. WTF, gibt's ein Ende, das ich noch nicht kenne? Du bist noch da, Mr. Drache? Hoppala. Ach du Kack-Pfeilfuzzi da oben. Ich wüsste gern, was ich dem... Hä? Ich bin gerade mega überfragt. Ja, die musst du halt lernen. Wenn du die lernst, musst du dann einfach nur wissen, in welcher Situation kannst du den Backstep ansetzen, so wie jetzt hier. Wenn du das drauf hast, dann ist das Spiel mega einfach. Dann guck einfach nur auf dich zu, hopp, oder ich bin eh schneller wie du. Oh, dann halt so. So. Spätestens wenn du PvP mal spielen solltest, lernst du das. So, erstmal gucken, wo du deine Flammenscheiße verteilst. Ja, das musst du. Oh shit. Ja, das reicht mir. Gut. Hier haben wir auch noch irgendwas. Im Übrigen hier, das meine ich mit der Kette. Siehst du, wenn die Kette so wegliegt von der Kiste, ist es immer eine Mimik. Und dann kann man nur den da machen. Symbole. Ach geil. Ah geil. Wie hoch ist die Chance, dass ich dieses Scheißes auf Anhieb krieg? Geil. Oh Gott, ist das geil jetzt. Alter Schlappen, die Chance liegt bei, was weiß ich, zu wie viel Milliarden. Und ich krieg das Ding direkt. Ey, ist ja mega geil. Aber wo kann man das nochmal sehen? Nee, das wollte ich doch gar nicht. Irgendwo. Irgendwo konntest du doch lesen, was das Ding kann. Ja, ich habe eh noch genug Energie. Ich kann es dir ja mal zeigen. Siehst du, du siehst jetzt oben, wie ich meine Energie vergesse. Verliere. Aber ich sehe dafür mega cool aus. Sehr geil. Ja, die Chance war irgendwie 1 zu 1 Million, dass ich jetzt auf dem Anschlag direktes Teil drop krieg, aber mega gut. So lässt sich das Spiel laufen. So, andere Seite offen. Du kannst dich jetzt verpissen, Drache. Wir brauchen dich nicht mehr. Okay, jetzt bist du gerade da drüben, perfekt. Hola, Chica! Komm, komm, trau dich. Weichei. Ich wünsche dir einen schönen Abend und eine gute Nacht. Danke, dass du da warst und bitteschön, immer wieder gerne. Wenn du Fragen hast, komm auf mich zu.
Nee, das ist ja der. Den Shortcut weiß ich auch nicht mehr, wie ich den aufgekriegt habe. Netter Versuch. Ach stimmt, da war ja auch noch einer. So. Ups. Auf zum Feuerwehrschaden. Ah, stimmt, jetzt sieht man es ja sogar wirklich, dass der hochgeht. Hat der Scherben, die er vertickert? Nee. Vertickern alle keine Dings? Ganzen Pisser da. Ja, aber wie schicke ich denn den weg, hä? Bladrix. Geht das erst später? Weil ich war nie wieder danach normalerweise beim Kreirat, weil der für mich recht useless war. Wo ist denn jetzt wieder die alte Zippe da? Muss doch reichen, oder? 3,5, ja. Okay. Habe ich immer noch nicht, ne? Oh, auf der Kiff-Unterseite weiter, das ist glaube ich kürzer jetzt. Ich wusste es gar nicht mehr. Ja, was bringt dir das, den wegzuschicken? Kriegst du dann Items von ihm oder sonst irgendwas? Ich habe das noch nie gemacht, wie gesagt. Das war für mich immer total uninteressant, den wegzuschicken oder sonst was. Ich weiß, dass ich das einmal gesehen habe, aber ich habe es halt irgendwie nie benutzt. Scheinbar war das ja nicht so intelligent. Ja, ich bin mittlerweile stark genug, um die mit einem Schlag niederzustrecken. Ui, kommst du her? Hat nicht jetzt ernsthaft daneben, Alter. Hat die Alte ihren Wauwau stehen lassen? Häng ich denn jetzt drin? Thank you.
Wow, macht die einen Blutungsdamage. Nein. Ja, okay, klar, dann rennt die dahin und oder rennt er dahin und das bringt was. Also was habe ich dafür einen Benefit von, dass er den Schwachsinn da treibt? Was sind hier? Was sind die denn für einen Schwachsinn da hingeschrieben? Hab ich den Feuerdämon schon packt mit dem Dings? Ah, beziehungsweise ich kann ja hier erstmal. Auf, komm rüber. Kommt sie? Der Blutbissring, yay! Ach stimmt, da brauche ich auch einen Schlüssel an, ne? Juhei für Leuchtfeuer. War hier noch irgendwas? Nö. Okay, ja, das wusste ich gar nicht, dass du dann von dem irgendwie was mehr kaufen kannst. Also, dass du später durch bestimmte Ereignisse mehr kaufen kannst, war mir bewusst, aber nicht durch dieses Wegschicken, nenne ich es jetzt mal. So, Bonfeuer ist da. Das heißt, wir können ja jetzt mein Lieblingsbro im Spiel das erste Mal treffen, ne? Ich bin immer noch nicht müde, das ist extrem schlimm. Oh, ist der Chester auch schon wieder weg? Bist nur noch du da, Bladrix? Ja, jetzt habe ich beide getriggert, fuck. Der Dicke. Ist ja noch ganz sauber gerade. Was, mir wird aber nur noch ein Viewer angezeigt. Alter, geht's dem zu gut gerade? Juhu, Kollege. Alter, ich bin gleich im Blutungsbereich. Geht mal down, Alter. Ihr habt sie doch nicht mal alle. Achso, ja, der Dicke auf dem Turm. Nee, Moment, hä? Ihr redet vom Riesen, ne? Nee, ich rede von dem Zwiebelmann. Mein allerbester Freund. Wuff, wuff. Wo ist dein Bruder, Wuffwuff? Im Übrigen voll übel, ich war vorhin mit meinem Schwager, weil ich im Mediamarkt Sachen kaufen, weil der sich ja jetzt so ein Gaming-PC von mir zusammen basteln lässt. Komm schon! Oh, scheiße. Friss den! Und als wir im Mediamarkt waren,
hat er sich einfach mal dezent noch einen Monitor für 600 € dazu gekauft von Predator. Ich war übelst geflasht, als der das einfach gemacht hat, so. Oh ja, er hat's halt. Ach stimmt, die muss ich ja dann befreien. Kam das gerade nur mir so vor oder hat gerade die Lampe übelst geflackert? Bin gerade etwas. Wie, warum bei Mediamarkt, warum nicht? Wenn man es dringend braucht. Hallo! Also wer das hier mit dem Fahrschwindel checkt, ist selbst blöd. Das ist so selbsterklärend, dass das hier passiert. Wo war der Gegner? Hier ist doch irgendwo noch einer. Ah, scheiße, ich brauche diesen komischen Zweig, ne? Nee, 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 Vorsicht. Nein, nein, nein. Wir haben keine PC-Teile gekauft. Der hat sich nur eine Maus, eine Tastatur. Ah, nee, es ging auch so. Der hat sich nur einen PC, Gaming-Maus, Tastatur und einen Monitor gekauft. Das war alles. Die Teile haben wir über, wie du schon gesagt hast, Mind Factory, beziehungsweise ein Teil über, war sonst eigentlich nichts hier oben? Na egal. Ein Teil haben wir über Mind Factory bestellt und ein Teil bei Alternate, was günstiger war. Ich habe ihm halt komplett alles zusammengestellt. Und hier war der Absprung. So, jetzt muss ich nur kurz gucken. In die Richtung rüber, ja. Oder war das schon eine Ebene drüber? Nee, oder? War doch hier. Ja. Ich bin richtig abgesprungen, gut. Gucken, ob ich die Scheiße jetzt gebacken kriege gegen den Feuerdämon. Ich bin ja auch so mega gut in dem Spiel. Ja, das sind die mit dem riesengroßen Fuß. Der hat sich das Z35 Modell gekauft. Das ist schon ein geiler Monitor, so ist es nicht, aber halt 600. Also, der hat gekostet eigentlich 799, der Monitor. Also 800. Und er hat ihn, weil die gerade diese Mediamarkt-Aktion haben, hat er ihn für 700 gekriegt, also 720 oder so. Scheiße, es war mir jetzt so klar, dass das durchrennt. Mach mal was, Katalina, Mann. Oh, ich habe keine Brandbomben mehr. Ich wollte gerade sagen, der hat ihn jetzt aber nicht getötet, oder? Boah, das wäre jetzt Abfuck gewesen, wenn der jetzt einfach tot ist.
Wow! Der ist ja hinter mir her. Warum nicht mehr hinter dem Katalina-Mann? Ich hab halt keine Estus, Kollege. Jo, warte mal. Da muss ich ja nicht drin stehen. Feuriger Edelstein. Wie habe ich denn jetzt die Geste aus Versehen gemacht? Siegbräu. Komm weiter, anstoßen. Sehr gut. Ach Gott, hab ich ein Schwein, dass ich den gerade noch geschossen habe, den Typ. Okay, einmal im Kreis gelaufen, gut. Oh, ich weiß ja jetzt, wo wir sind. Oh Gott, das ist jetzt hier die Kacke. Aber ja, wie gesagt, einfach mal halt das ausgegeben. Es war halt einfach so voll der Schock für mich, so einfach mal so viel Kohle aus dem... Ach, scheiße. Aus dem Ärmel schütteln für so ein Ding. Fand ich dann schon ein bisschen beängstigend. Ich wollte gerade sagen, rutsch ja runter. Die einzige Stelle, wo du im Spiel so eine bleiche Zunge kostenlos kriegst. So. Ja, das war halt sein allererster Monitor, also nicht sein zweiter, dritter, vierter. Jo. What the fuck? Noch ganz knusper? Was nur ein Hund ist. Boah, fuck. Ich weiß, dass ich die alte mit dem Buch hier nicht mehr pack. Auf und. Siehst du das Grafik? Ich sehe nur, dass ich gleich fucking schnell rennen muss. Ups, und das ist schon mega Krach machen, die Alte jetzt locker weiß, dass ich da bin. War hier noch irgendwas? Nee, ja. Waren das zwei? Jetzt nicht wahr, Alter. Durch die Wand hat die Fotze mich erschlagen.
Alter. Ey, aber musst du zugeben, das war jetzt nicht zu erwarten, dass die mich da so natzt. Fuck. Das war jetzt unschön. Ja, Acer sind ja gute Bildschirme. Alter, der hat ja mal volle Latte gesessen. Uiuiuiui. Auf wen schießt denn der? Doch nicht hier runter zu mir, oder? So, rein faktisch müsste der jetzt hochfahren. Gott sei Dank. Der Blutwurstmann ist jetzt weg hier. So. Ach, bin ich bescheuert, Alter. Ich hätte eben vor den zwei Alten das Siegbräute saufen können. Fuck. Na, tolle Scheiße. Aber zwei Assos ist auch super. Echt? So cool. Das wusste ich jetzt nicht. Jawohl, zweimal Hunde abgeschnitzelt. Und sagt mir keiner, dass da eine Chance Ruhe steht! Okay, verstanden. Wenn ich raten, vermutlich war da nur Scheiße drin. Alter. Jo, ist in Ordnung, ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Scheiß Ausdauer da, ey. Hast diese Körbe, ey. So ein scheiß Gegner. Alter. Jetzt wieder so easy an denen vorbeikommen. Oh shit. Sehr nix. Oh shit. Wow. War da unten was? Ich hoffe es nicht. Was ein Akt, ey. Okay, cool. Ja, das wusste ich jetzt auch nicht. Man weiß halt doch nicht immer alles. Aber ich weiß, was wir jetzt gleich für einen Ring kriegen. Und der hat sich den ganzen Aufwand ja auch gelohnt. Oh.
Heimatknochen? Wie viel Uhr, Mann? 12:30 schon. Ach du Scheiße. Ich muss gleich ins Bett. Chlorantilring. Oh mein Gott. Was haben wir eigentlich noch? Da noch was? Ich glaube nicht, oder? Nee. Oh, sehr geil. Ich hätte nicht gedacht, dass ich doch noch so weit heute komme. Ich würde aber gerne noch die Seelen ausgeben gehen. Vaterin tot. Welches Bonfire ist denn jetzt sicherer zu laufen? Ich das da riskieren soll an dem vorbei? Ja. Da ist das Rattenbonfeuer, glaube ich, ist das easiere. Ist das easygere. Sehr gut. Ja komm, den Kram da vorne machen wir noch und dann. Ach, der Rotrick kommt ja noch. Wo spawnt denn der Pisser? Ist er da schon. Jetzt muss ich den Lappen auch noch machen. Auf! Wallbauer! Jawoll! Fuck! Ja komm, Blattrix, schreib's wieder. Du riechst seinen Tod. Ja, eigentlich hätte mit der. Den gar nicht parryen können. Jo, kann man Blutung jetzt platzen? Da war Blutung. Was ein Drecksack, Alter. Wenigstens füllt er mir meine Estus wieder voll auf. Ah. So, hier im Haus war noch irgendwo ein Item, ne?
fahren. Und da oben sind nur die Pickeltante auf dem Dach. Kann ich aber von hier aus wegklatschen. Ja, oder sie macht es mir einfach und springt selber einfach runter. Wo ist denn? Alter, ernsthaft. Geht doch. Da war nichts mehr. Wohohoho. Hallo Mr. Spitzhacke, habt ihr sonst habt ihr das aber noch alle zusammen, oder? Uah. Jetzt fast vergessen. War da nicht noch eine Tür von links oder so irgendwas? War hier nicht auch noch irgendwo was? Stimmt, das ist ja jetzt der andere. Echt jetzt? Hat nach dem ganzen Krempel noch gelebt? Wenn ich Tode sterbe, dann immer nur die useless Tode. Fuck. Die Seelen sind wahrscheinlich oben, ne? Danke, Platrix. Irgendwo ist er doch schon runter. Nein? So, hat der eigentlich so krass viel Energie? Aber es hätte klappen können von hier aus. Ja, aber es hätte klappen können. Jo. Vertreib halt mit deinem Rumgewedeler. Ich wollte nur hier hin. Ich wollte nur die kleine Titanitscherbe. Mehr wollte ich nicht. So, du da oben kannst mit deinem Zauber rummachen, solange du willst. Ist mir gerade egal. Schade. Ich hoffe, es ist kein wichtiges Item, weil ich habe gerade keinen Box zu holen.
So, jetzt machen wir das oben noch mit dem. Wie der blaue Neid, ja, der war halt schon richtig beschissen. Das ist aber auch, weil ich einfach immer zu greedy werde. Weil ich schon unbedingt noch irgendwas machen will. Und noch was, und noch was. Und dann bin ich meistens tot. So wie hier. Du was für dein Geld. Nice. Der war schön. Hast du gerade hingeschossen, Kollege? Jawohl, der war schon besser. Schon wieder so ein Mega daneben. Na ja, komm, dann kann ich die auch alleine machen, wenn du da oben so scheiße schießt. Hier waren auch noch Items. Ja, genau, du. Kleine Ratte, du. Dich habe ich auch wieder vergessen. Jo. So, jetzt haben wir den untoten Knochensplitter. Jetzt machen wir mal hinten noch die Tür auf. Oder? Ja, ich weiß, dass die mich nicht treffen. Aber ich hatte das Schild oben, dass mir keiner von den anderen auf den Sack geht. Um was anderes ging es mir da ja nicht. So, die Crate Sense. Machen wir hinten noch das Türchen auf. Und dann haben wir unseren Rundgang fertig. Wir könnten hinten theoretisch jetzt mit dem Fahrstuhl runterfahren. Und oder könnten hier. Aber das ist doch so eindeutig, dass du den hinten doch schon erkennst als Boss. Weil der Stanfrey ist dann da reingelaufen und hat natürlich gleich gesagt, ja, großes Areal könnte ein Boss sein. Und ich habe mir nur gedacht, Alter, siehst du das nicht? Das ist mehr wie nur ein Boss. Dummerweise kam er jedes Mal in seinem Stream immer zu den Bossen. Kurz bevor ich ausschalten musste und weg musste oder irgendwas. Aber was man sagen muss, der hat dann den Wächter des Abgrunds, habe ich die Woche gesehen bei ihm, und den hat der übelst beim ersten Versuch genutzt, hätte ich nie gedacht. Weil ich den schwer finde, wenn du nicht weißt, dass der zwei Phasen hat und du dich halt mehr darauf konzentrierst, die erste Phase zu überleben und du nicht weißt, dass danach noch was kommt. So, aber ich mache jetzt finito. Wir leveln jetzt noch, geben die Knochensplitter und den Estus und so. Ich weiß gar nicht, ob ich eine Scherbe. Also eine Estus. Kann ich da was durchwirken? Dafür geht der Blutungsschaden weg, ne? Ah nein, der Blutungsschaden würde bleiben. Damit könnte ich einen Krut machen, dann verliere ich aber meine kompletten Bonus. Nein.
Okay, ich hatte nichts mehr, schade. Ja, die sind auch richtig nice und ich war übelst geflasht, als der die einfach beim ersten Versuch, der ist da rein, ist natürlich mega erschrocken und ich habe dann gedacht, okay, krass, jetzt geht's ab. Und dann fickt der die richtig weg. So, also den Knochenstaub können wir noch reinpfeifen. Gut, dann Level 27. Sehr schön. Vielen Dank fürs Dabeisein, Blatrix und Chester. Ich wünsche euch beiden noch eine gute Nacht. Und dann sehen wir uns die Tage wieder. Bis denn dann, euer Kaiser Katana. Ihr wisst wie immer, over and out. Gute Nacht, Leute.